Hallo und willkommen zum Let's Play von Crusader Kings 2. Ja, wir haben jede Menge reichsinterne Probleme. Ich muss noch unsere Verwandte, okay, Kind ausbilden. Und zwar haben wir hier jede Menge Rebellen. Der Zug der Bretagne zum Beispiel hat eine Meinung von minus 23, oder? Der hier. Okay, das bringt uns gar nichts. Ich nehme also Goid. Sophia? Ja, mir egal. Zwei mögliche Rebellen. Der eine ist der Herzog der Bretagne hier. Ja, der ist erst gerade 16 geworden. Mag uns nicht, weil... will die Kontrolle über die Grafschaft von Leon, deswegen mag er uns nicht. Aber mit Leon haben wir ja nichts zu tun. Das kann er sicher mit dem Kollegen da ausmachen. Jawohl, das ist eine Kriegserklärung, das ist mir klar. Das war der eine auf jeden Fall, von dem ich quasi die Probleme schon gesehen habe. Und der andere wird bald nachziehen, habe ich die Vermutung. Der dürfte die Gunst der Stunde nutzen. So, 200 Truppen hat er da ausgehoben. Dann schicken wir die hier rüber. Uns wurde eine Tochter geboren. Uns altem Knacker. Gut, das eine wird schon mal belagert. Läuft er mit denen hin? Erstmal 500 rüber. Unser Hofspitzel ist gestorben. Okay. Da können wir den hier nehmen. Da freut er sich. So, den Rest kann aufmischen. Zug wieder für eine Flussüberquerung wahrscheinlich. Sind noch 300 übrig. Gwent. Ja, da wollen wir eh hin. Ach ja, der ist. Deswegen haben wir so wenig Truppen. Also in Anführungszeichen. Ich brauche hier noch ein paar. Wollte ich in der letzten Folge schon ein Stück Land entziehen, aber da ist dann nicht dazu gekommen. Reicht das da zum Belagern? Nein. Ja. Das ist eh gut mit den Schiffen. So, gerade die restlichen. Das wird wahrscheinlich nicht zum Belagern von Gwent reichen. Doch. Gerade so. Hier brauche ich aber bestimmt nicht so viele. Könnte mal hier ein paar wegziehen und hier ein paar wegziehen. Dann könnte ich die hier rüberfahren lassen und dann üben benutzen. Gut, das ist jetzt hier unten die Kriegserklärung. Hm. Ja, man will mich hier ja möglichst immer schön auf Trab halten, habe ich so das Gefühl. Dann treffen wir uns hier. Ich kann natürlich trotzdem hierher. Ja, hat auch ein paar Truppen. Oh, er hat noch mehr. Dann... na gut, das ist nicht ganz so das Drama. Dann lassen wir die hier. Ja, da wird jetzt gekloppt. Das Problem ist, dass wir da natürlich ein bisschen Mangel haben.
Die sind kein Problem. Das hier wird schon ein Problem. War das? Das hier oben ist ja alles geregelt. Das Herzogtum der Heubars wird damit auf jeden Fall mal kleiner. Und hier hätten wir noch einen, der revoltieren könnte. Die Gräfin der Isle of Man. Die haben wir auf jeden Fall erwischt und das dürfte auch funktionieren. Die Gattin ist schon wieder schwanger. Ja, die sind fleißig, muss ich sagen. Muss ja gucken, dass ich möglichst seine Truppen hier zu Hackebeder verarbeiten kann. Hä? Das ist doch England. Warum England? Die stehen hier nicht drin und hier stehen sie auch nicht drin. Aber trotzdem wird einfach geholfen. Oder wie ist das? Sowas kann ich ja jetzt gar nicht leiden. Auf der einen Seite haben wir jetzt Probleme, dass wir dauernd hin und her ziehen dürfen. Auf der anderen Seite, das hier können wir zwar schön belagern. In welchem Krieg kämpft er denn? Er ist uns feindlich aufgrund des Krieges mit seinem rebellierenden Vasallen. Kommt jetzt natürlich zu einer großen Massenschlacht. Wir haben aber immerhin einen Bonus. Das reicht aber nicht gegen die englische Armee. Der Engländer musste da jetzt unbedingt mitmachen. Gut, dann drücken wir hier mal wieder den wehrpflichtigen Knopf. Den haben wir schon lange nicht mehr gedrückt. Und heben aus, was Irland hergibt. Irlands stolze Männer. Männer und Frauen. So. Die vermöbeln die hier noch. Und hier unten, der Engländer, ist das große Problem. 4000 Truppen, das ist schon mal gut. Alle schön hier runter. Okay. Die versuchen hier die Gegend ein bisschen zu verstärken. Oh, der Engländer will quasi hier auch was erobern. Nein. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Engländer. Ja, ich verspreche es zu arrangieren. Das ist jetzt ein ganz toller Zeitpunkt für sowas. Da sind nur 800 übrig. Warum sind 800 übrig geblieben? Der hatte vielleicht gerade mal so viele. Und 800 bleiben dann übrig. Ganz toll. So, der hat jetzt natürlich hier Quent eingenommen. Das versuchen wir mal zurückzuholen. Forderungen erzwingen. Macht er natürlich noch nicht. Das ist quasi ein Zwei-Fronten-Krieg. Ja, einem Kind fehlt ein Vormund. Lauter kleine Aufgaben. Alles irgendwelches Zeug, was mir eigentlich gar nicht interessiert. Meinung. Das wäre die Isle of Man. Die mag mich eh nicht. Ja, was ist das? Einfach mal hier. So. Dürfte sich relativ schnell zurückerobern lassen.
So, Cornell. Hat er jede Menge Truppen übrig? Das ist alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, jetzt belagern wir halt mal. St. Brigitte wurde erobert. Wo ist das? Ist das das da? Nee, es dürfte hier sein. Oha. Da muss ich schauen, dass ich ihn abfange. Wir können einen Verbündeten rufen. Pinskoypre von Schottland. Bitte. Lass jetzt das hier üben. Das finde ich interessant hier. Gut, die 3000 haben wir mal abgefangen. Leider kann er nicht teilnehmen, okay. Vielleicht will er sich aber vassalisieren, hm? Aber der ist im Unabhängigkeitskrieg gegen England natürlich. Hilft uns immerhin indirekt damit. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das hier deichselt kriege. Perfekt. Einen Gefangenen. Elftausend Truppen. Och Gottchen, warum kann ich dem hier eigentlich gar nichts anbieten? Keine Erfahrungen wurden verlegt. Ah ja, das muss ich quasi zurückerobern und dann kann ich es erst. Naja. Das heißt, ich mache hier einen Sturmangriff. Krieg jetzt das Friedensangebot. Das ist aber ein informelles Friedensangebot. Gut, damit hätten wir auf jeden Fall das hier. Versuchen dann hier noch was zu machen. Ja, die drei Leute stürmen wir. Das muss jetzt schnell gehen. Gegen den Engländer. Was haben wir hier? Sturmangriff. Prozent. Gut, Forderungen erzwingen. Das sollte hinhauen. Wir haben gewonnen. Der Engländer ist jetzt wieder draußen aus dem Scheißkrieg hier. Ich kann meine Truppen wieder wegpacken. Und eventuell neue ausheben für hier unten. Ach. Der Gute ist jetzt schon im Knast, oder? Dem können wir gleich mal hier was entziehen. Irgendein Neffe bat mich um mein Leben, wenn ich das richtig erinnere. Wo ist er denn? Gefangene. Herzog von der Holbers. Mein Beileid. Du hättest es so schön haben können. Titel entziehen. Herzogtum der Holbers. Dieses Mordstrom Herzogtum. So, jetzt haben wir natürlich auch zu viele Herzogtümer im Besitz. Nochmal minus 10. Ja. Theoretisch müsstest er ja kriegen, aber der hier hätte mir zu viele Truppen beisammen. Ich kann es natürlich auch einfach mal riskieren und es behalten. Herzog von Meers, der ist natürlich nicht so. Der Wildschild, der. Der Earl von Galloway, der mag mich einfach so nicht. Dem gebe ich deswegen auch nichts. Halfman mag mich auch nicht. Ja. Herzog der Westhybriden mag mich auch nicht. Das ist ja total super.
Also muss ich doch dieses eine wegkriegen. Irgendwer bat mich doch mein Lehen. Das müsste ja ein Verwandter hier sein. Wir haben aber keins. Wir haben keins übrig. Ich habe gerade keine Lehen. Der hier war es bestimmt. Der Heubaus? Nee, kann ich nicht auswählen. Ich müsste es wem geben, der hier schon ist. Das wäre unser Nachfolger, der Herzog von Lucien. Der hat eine total gute Meinung von uns, aber ich will ihm dieses Herzogtum, glaube ich, nicht geben. Der hat das hier oben. Okay. Weil wenn der rebelliert, das gibt dann einen Marzdrum-Aufstand. Lauter Töchter. Mhm. Das hier ist unser Halbbruder. Wir können uns jetzt natürlich hier um den Krieg in Schottland anschließen. Das wäre eine interessante Alternative. Okay, was tun wir da jetzt? Zweitligel können übernommen werden. Das Herzogtum über Bretagne und Gloucester. Okay. Egal. Jetzt habe ich einen Herzogstitel zu viel. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was ist denn der Würtitel? Was ist der Lehnsherr? Den muss ich erstmal behalten, habe ich so die Vermutung. Oh, wir sind ein Vorbild für die Menschheit geworden. Wir sind jetzt König Colman der Große von Irland. Wählt eine Ambition. Wer ist hier der Nachfolger? Sind wir das? Oh mein Gott, das sind wir! Ermorden? 21% Chance, schade. Das klingt aber noch nach guten Ambitionen. Das wäre ja unglaublich, wäre das mal. 22%, das ist nicht so schlecht. So, aber kann er mitmachen? Schade. Bürgermeister. Ja, hier bitte freikaufen. Hm? Unser Neffe, der Earl von Moray und Ross. Ah ja, das ist natürlich, wenn ich ihn jetzt freikaufen lasse. Ja gut. Ich lasse ihn mal freikaufen, dann kann ich ihm später wieder was entziehen. Da hätte ich gerne wen, der mitmacht. Vielleicht macht der englische König ja mit, aber das glaube ich nicht. Nee, die kann ich, glaube ich, gar nicht fragen, hä? Ja. Schade. Der Herzog Ahed von Gloucester hat aus dem Knast den Titel Herzogtum von Gloucester übernommen. Das hier. Ah, ja. Der Herzog von Gloucester, das war der Herzog von der Heubars. Ja, der lasst ihn verrotten. Dankeschön. Endlich haben wir mal einen Charakter mit Titel. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, den hier Zagreb wieder zu verarbeiten und dann Beschwörungsstärke. Keiner will mitmachen, das ist doch doof. Theoretisch bräuchte man da jetzt mehr Intrige. Da hätten wir aber sogar schon relativ gute Intrigen auf den Spitzeln jetzt aufbauen. Ermordungschance plus 11%, das könnte man versuchen. Suffolk ist es. Spitzeln jetzt aufbauen, oder? In Suffolk wollen wir ein Spitzelnetz aufbauen. Den müssen wir möglichst schnell ermorden oder sonst irgendwie hier beiseite kriegen.
Höflinge in Norfolk. Ah ja, die Norfolk-Höflinge bräuchte man da jetzt. Was braucht man dafür, dass er hier mitmacht? Eine Meinung von Prinz Coelbren muss schlechter sein. Politische Vorbehalte hätte er ja schon. Ja, tschüssi. Das hier unten müssen wir erobern und dann beschleunigen wir das Ganze mal. Kann ja nicht schaden. Na, kann schon, aber sollte nicht schaden. So, was macht der hier jetzt? Ist das noch so arg hier mit der Rebellionschance? Revoltenrisiko? Nein. Dann schicken wir das Ratsmitglied mal zum Truppenausbilden nach Tumont. Da brauchen wir nämlich wieder welche, habe ich gesehen. Kann man schon nicht mehr so viele holen, wie ich sie gerne hätte. Minus. Vielleicht weil wir zu lange gebraucht haben, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall soll er das hinhauen. Das mit der Heubars hat hingehauen. Und der hier muss unbedingt weg. Ja, das wird aber nicht. Das wird so lange dauern, habe ich die Vermutung. Was geht er da nicht hin? Das ist 10%. Das sind seine Truppen, die 500 hier. England hat 15.000? Nö, 13.000. Ah, das ist jetzt interessant. England hat 13.000 Truppen und 15.000 im Feld. Ja, eindeutig. Aber Willem. Das ist doch interessant, ja. Ich könnte jetzt natürlich ihm auch anbieten, dass ich mich in seinem Krieg beteilige. Wie viele Truppen hatte ich? Wir haben doch 17.000. Nicht so viele. Ich hatte schon mal mehr. Das war ein ungünstiger Zeitpunkt, wo er sich ausgesucht hat. Ich würde ihn auch gerne ermorden. Wie auch immer. Ich will ihn beiseite kriegen. Ich brauche mindestens einen, der mitmacht. Ein schwerer Schlag. Ich vermute, dass der hier gleich erobert wird. Das Problem ist eigentlich, wenn der hier jetzt. Hä? Funktioniert das überhaupt, wenn wir den ermorden? Wir brauchen auf jeden Fall einen, der mitmacht. Ja. König Coelbren der Große töten. Hm. Ja, Gatte, was sind wir? Ja, das will ich doch auch. Ich will da mitmachen. Das ist der hier, oder? Nee, wer ist König Coelbren der Große? Nee, Moment, wer war das gerade? König Melchard von Schottland, unser Vater. Ah ja, das ist Königin Mutter, okay. Und die will wen töten? König Coelbren der Große. Wer ist König Coelbren der Große? Das sind wir. Okay. Das finde ich nicht gut, meine Liebe.
Bürger von Kork können ihre Steuern kaum zahlen. Steuersenkung für die Städte. Minus 20 bei den ganzen Leuten hier. Das hier im Knast, minus 31. Oh, super. Ihn schmeicheln und beruhigen. Wenn ich das mache, dann passiert was? Wissen wir nicht. Ich bitte euch demütig über meine Steuersenkung. Ah, ich hab's drin. Machen wir mal das da und schauen, was passiert. Ich wollte außerdem noch die Gesetzeslage hier irgendwo ändern. Das geht nur, wenn wir nicht im Bürgerkrieg sind. Okay. Ja, eine Forderung ist fair. Das ist doch die Königin Mutter. Ja. Warum eigentlich? Warum will die uns töten? Ach nee, deswegen. Scheinbar hat sie es mitgekriegt. Kraftstoff von was? Ah ja, das ist interessant. Ja, aber ich kann dir nicht einfach so irgendwas geben. Kannst du nicht noch ein bisschen warten? Echt. 14.000 Punkte haben wir sogar schon gekriegt. Was ist das hier? Das ist die Reichsgröße. 127, okay. Was sagt die aus? Ja. Gesamtzahl der Besitztümer. Mhm. Der Angriff schwächt. So ist das, ja. Die Stadtbesteuerung hätte ich wirklich senken können, glaube ich. Naja, weiß nicht mehr ganz so viel. Also ich verdiene ja jede Menge Kohle. Wenn ich jetzt mehr Meinung kriege, dann wäre es natürlich auch nicht so. Weil Michels Meinung über uns hat sich um 25 verbessert. Ja, hervorragend. Ah, das ist der hier, der Earl von Gowrie. Wunderprächtig. Das machst du jetzt hier in der Isle of Man auch. Anbieten? Nein, der mag noch nicht. Zieht sich noch etwas. Vielleicht jetzt. Das ist ja alles nicht so einfach hier. Tja, und was kommt mehr? Ein Kind ohne Vormund. Unsere Verwandte. Okay, unsere zwergenwüchsige Verwandte. Die braucht gute Stats. Nö. Vielleicht wen mit guten Intrigen-Skills. Ja, perfekt. Genau so muss das. Typhus ist ausgebrochen. Intrige. Ja, noch keiner damit macht. Schade. Ich brauche nicht mal viel. Geschenk schicken. 20 Gold. Erhöht die Mann um 60. Die mag dann aber trotzdem noch nicht mitmachen. Moralische Skrupel. Schade. Moralische Skrupel. Echt. Noch ein bisschen was bauen. Am Abschluss der Folge ein wenig Bau-Action. Sanfthaus. Klosterschuliger aufrüsten. Was haben wir hier? Bau mal einen Burggraben, das schaut nicht. Billige Verteidigung für 50 Gold. Da wird was gebaut, okay. Da habe ich schon ein paar Graden, da noch nicht.
Überall einen Burggraben haben. Ja, wunderbar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.